hat der Senat eine Erklärung, warum gerade in Hamburg so viele gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren? Nein. Kurz und bündig. Weil ich das mal live sehen wollte. Warum bist du heute hier? Für meine Kinder. Damit sie nicht zwangsgeimpft werden. Weil ich frei leben will. Und meine Kinder auch. Weil ich mich selbst und vor allem auch meine Kinder vor der Zwangsimpfung schützen möchte. Eine freie Entscheidung, wer sich was impfen lässt, ist alles. Also für mich ist es wichtig, dass man jeder kann selber bestimmen, was er machen kann. Mit seinem Körper und sich selber. Also wir haben eine Demokratie. Weil ich die Schnauze voll habe. Mehr nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich in diesem Land immer engagiert. Immer alles gegeben für diese Gesellschaft. Und diese Gesellschaft grenzt mich aus, weil ich mein Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehme. Punkt. Das, was hier politisch läuft, geht für mich überhaupt gar nicht. Mit Impfzwang kann man nur das Land verlassen oder kriminell werden. Ich halte die Politik, die das macht, für kriminell. Ich halte den Impfstoff für gefährlich und unzumutbar, insbesondere für Kinder. Dass das aufhört und dass wir wieder ein normales Leben haben. Es kann nicht sein, dass sich ein Politiker dahinstellt, der Söder heißt, und 2G für Kinder fordert. Das geht überhaupt nicht. Da werden doch unsere ganzen Kinder traumatisiert. Ich möchte gerne über meinen Körper selber bestimmen können. Jo. Jo, das ist eigentlich so mein Hauptmotiv. Weil mir das alles langsam zu viel ist und es reicht einfach. Für uns zur Freiheit und gegen den Impfzwang. Um für Einigkeit und Recht und Freiheit einzutreten. Die Gesellschaft wird gespalten mit dieser Corona-Maßnahme. Das können wir nicht zulassen. Dafür sind wir heute hier. Warum ich hier bin? Weil ich das mal live sehen wollte. Ich sehe keine Reichskriegsflagge, ich sehe keine Regenbogenfahne, ich sehe keine Terrorvereinigung. Ich weiß immer nicht, was die Leute so alles erzählen. Schwurbler und ihr seid ja Aluhutträger oder Nazis oder Radikale. Sind wir ja nicht. Wir wollen einfach nur, dass wir uns unterhalten können und dass wir auch in eine normale, vernünftige Diskussion kommen können. Jede gute Sache kann unterlaufen werden von bezahlten, korrupten Menschen. Also von daher. Das ist selbst mit den Querdenkern genauso gewesen. Querdenken ist eine gute Eigenschaft. Sie wurde nur wieder in Schlechte gezogen. Das ist eine Hexenjagd. Also wir sind ein kleines Dorf. Ja. Ich halte mich da auch sehr bedeckt, muss ich echt sagen, weil unsere Kinder sonst richtig massiv bedrängt werden. Es fühlt sich nicht schön an. Man fühlt sich wie ein Mensch zweiter Klasse. Also man fühlt sich schon wie so ein Hund, der nirgendwo rein darf. Ja, tagtäglich. Also auch auf Arbeit. Man muss sich immer irgendwelchen Argumenten stellen. Permanent. Und irgendwann kann man es einfach nicht mehr. Also man ist einfach nur gefangen zu Hause. Man darf gar nichts mehr. Nur noch arbeiten, jeden Tag testen lassen, wenn man nicht geimpft ist. Also das ist schon hart. Also es ist kein Leben mehr so. Für mich ist es wirklich ein sehr psychischer Druck, alleine dadurch, dass sie versuchen, Zwangsmaßnahmen einzuführen und diese Zwangsimpfung. Naja, man bekommt einfach Existenzängste irgendwo so, ne? Und man überlegt wirklich, was kommt als nächstes so, ne? Was haben die als nächstes vor? Die kontrollieren in den Bussen ja jetzt mit der Polizei und mit dem Gesundheitsamt. Das ist jetzt mein Problem, wie ich zur Arbeit kommen kann. Ich könnte mit dem Fahrrad fahren, aber dann muss ich ungefähr 18 Kilometer fahren. Und das ist mir im Wintermoment so anstrengend. Und alle Politiker vorher, der Spahn, die haben tausendmal gesagt, es gibt keinen Impfzwang. Ihr habt ja sowas von gelogen. Ich finde das schrecklich, dass was mit den Kindern gemacht wird, was mit den Alten gemacht wird. Ich finde das gruselig, dass man Angst haben muss, eine Impfpflicht zu kriegen. Ich habe keine Angst davor, weil ich nicht mehr arbeiten muss. Aber wie viele Leute arbeiten im Altenheim und wollen sich nicht impfen lassen und werden jetzt dazu gedrängt? So, ich war bei meinem Bruder gewesen, der ist halt geimpft und der hat total Angst. Und ich bin nicht geimpft und war dann zu Besuch und er hat gesagt, raus hier, du bist nicht geimpft, das geht gar nicht. Und also hat mich dann rausgeschmissen und das fand ich schon hart, also vom eigenen Bruder. Ne? Das Land ist zutiefst gespalten. Aber das ist nicht wegen uns gespalten, es ist wegen der Politik gespalten. Man kann nicht 20% der Bevölkerung, das sind so viele Millionen Menschen, einfach diffamieren und wegsperren und umframen. Das klappt nicht. Das ist beschämend für unsere Gesellschaft heutzutage, dass man kämpfen muss für das, was selbstverständlich ist.
um wirklich die Bevölkerung zu drangsalieren und zu spalten, das muss ein Ende haben. Das geht so nicht. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, in meinen Augen. Als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die ganzen Corona-Maßnahmen rechtens sind, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Bislang dachte ich immer noch, dass unser Bundesverfassungsgericht diesen ganzen Wahnsinn mal ein Ende macht. Und was ist? Es ist alles konform unserer Verfassung. Das kann doch nicht sein. Und deswegen stehe ich hier. Ich komme aus der Gesundheitsbranche und ich kann nur sagen, ey, die Leute haben jahrelang mir am HV-Tisch erzählt, ja, für einen Hustensaft, oh, die Pharmaindustrie will sowieso nur verdienen und ihr wollt mir alle was anhängen. Und jetzt spritzen sie sich mit Freude alle 4 Wochen irgendeine Scheiße, die in der Notzulassung ist, ja, wo es keine Langzeitstudien gibt, wo keiner weiß, ja, was das wirklich in ein paar Jahren mit unseren Kindern, mit uns macht. Ja, und da schreit keiner. Der Hustensaft, ja, der ist für die Portokasse. Verdienen tun die jetzt, und zwar richtig. Aktuell ist das ein absolutes Chaos. Besonders dieses 2G+, das ist doch eine Diskriminierung der Ungeimpften. Sind Ungeimpfte, die sich negativ getestet haben, ansteckender, schlimmer als Geimpfte, die negativ getestet sind? Das kann doch nicht sein. Wir überlegen ernsthaft auch auszuwandern, weil wir haben 4 Kinder, 4 Mädchen, die möchte ich dieser Scheiße hier nicht aussetzen, echt nicht. Neue Corona-Verordnung! Neue Corona-Verordnung! Ab Montag haben wir alle barfuß zu laufen, sonst 300 Euro Strafe! Was wünschst du dir von der Zukunft? Dass ich in Freiheit leben darf, weil es mir zusteht. Ich möchte auch einfach in Frieden sein und dass mein Körper mir gehört. Dass es besser wird für diese Welt und dass es nicht mehr mit diesem ganzen Corona-Scheiß da ist. Das ist einfach nur zum Kotzen. Freie Selbstbestimmung für mich und meinen Körper. Dieser Lobby-Dreck muss Schluss sein. Jo. Muss Politik gemacht werden für die Leute. Nicht nur werden gewählt und nachher machen die nur für die Lobby. Transparenz, Ehrlichkeit und eine offene Gesellschaft, nach wie vor. Ja, Frieden, Freiheit und dass wir uns selbst bestimmen dürfen. Und das wird ja nur getan, wenn wir selbst bestimmen können, ob wir uns impfen lassen oder nicht. Fertig, aus. Wieder mehr Intensivpflegekräfte, die ihre Arbeit machen dürfen. Die Arbeit am Menschen, nicht die Pharmaindustrie. Dass einfach, dass wir alle friedlich zusammenleben können, dass es keine Ausgrenzung mehr gibt. Genau, dass das Menschliche einfach mal wieder da ist. Für die Zukunft, vor allem für die Kinder, wünsche ich mir eine freie Wahl. Keine Erpressung mehr mit McDonald's-Gutscheinen in den Schulen. Einfach eine freie Meinung, eine freie Wahl über den Körper. Ich wünsche mir ein Miteinander, ein Zuhören, ein Annehmen. Und ich wünsche mir auf großer Ebene wünsche ich mir einfach wieder einen naturwissenschaftlichen Diskurs. Ja, dass wieder mehrere Leute gehört werden, dass mehrere Strategien verfolgt werden. Nicht nur, wir haben nicht nur eine Exit-Strategie, es ist nicht nur die Impfung. Ja, es gibt auch viele andere Wege noch, die da rumfallen. Und ich wünsche mir einen neuen Bundesgesundheitsminister. Ich habe immer gedacht, es geht nicht schlimmer. Und ich meine, als Apothekerin war ich immer nah dran, ja. Aber es geht sogar noch schlechter als Spahn. Das habe ich echt nicht gedacht, aber es geht. Ich appelliere eigentlich an jeden, langsam mal seinen gesunden Menschenverstand wieder einzuschalten, damit das hier wirklich irgendwann endlich mal ein Ende hat. Wie reagiert Corona auf Olivenöl? Es ist höchst problematisch, wenn man noch Spaß am Leben haben will, aber nicht zertifiziert ist. Dann kommt man einmal die Woche hierher. Na, warum wohl? Muss ich das jetzt noch erklären oder wie? Steht doch alles hier drauf. Jetzt geht es zu kämpfen. Wir müssen jetzt reinhauen. Wir können uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen. Freiheit haben wir. Freiheit kriegt man nicht zugeteilt. Freiheit ist in uns. Aber Freiheit wird uns genommen, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen geht es darum zu kämpfen und Flagge zu zeigen heute. Wahnsinnsstimmung. Man sieht, dass man nicht alleine ist. Weil unsere Kinder
einfach stolz auf uns sind, Mann. Deswegen. Wunderbar. Und wenn wir einen Namen haben, dann kannst du mich stolz zeigen und sagen, ey, deswegen seid ihr heute frei. Dafür, Mann. Dafür sind wir. Leute, habt keine Angst. Steht auf. Kämpft für eure Freiheit. Keiner muss so leben. Egal, ob geimpft oder ungeimpft. Es ist Schluss jetzt. Wir wollen frei sein. Und jeder kann selbst entscheiden, ob er impfen will oder nicht. Danke, ne? Jo.